So, halt mal wieder Movie von mir. Wir werden mal ganz normal sprechen, mal sehen, ob es jemand stört. Ich habe heute die Nacht schon mal hier geschlafen. Wir müssen im Prinzip, hole ich nachher Dirk ab, weil ich habe Maulschlüssel, aber den Maulschlüssel, den ich brauche, da liegt noch hier, oder? Ja, ist jetzt egal. Ich hole Dirk ab. Dirk hat genug alles. Und da fahren wir die Wohnung, schrauben die Fernsehhalterung ab, dann Rennrad, ein paar Gewichte und dann sind wir durch. Schnell gefegt und zack, sind wir nachher wieder hier. Heute Nachmittag ein paar andere Wege. Morgen werde ich zur Immigration gehen. Werde mich ummelden. Ich weiß noch nicht genau, wie es geht. Das ist ja wieder so eine neue Sache. Aber ich habe ja im Prinzip noch keinen schriftlichen Mietvertrag. Deswegen muss ich auf der Immigration mich erkundigen, wie das läuft. Ob derjenige mir einen Mietvertrag schicken muss oder ob man das so hinkriegt, ich weiß es nicht. Ich habe ja die Papiere von der Wohnung. Und da werden wir morgen hingehen. Danach werden wir wahrscheinlich 2 Tage in Turin fahren. Ihr werdet es ja mitkriegen, ihr werdet ja Movies machen. wird wahrscheinlich so sein, wir fahren jetzt zu zweit. Also Dirk hat ein paar Sachen um in Turin und die holen wir. Und dann machen wir gleich Twitch an und dann machen wir ein paar Movies. Wir bleiben eine Nacht um und er kommt dann wieder runter. So, auf jeden Fall ihr hört es ja, also Tauben sind ja sehr viele, aber ich habe hier so ein Gestell erstmal gebaut, seitdem kommen sie ja nicht mehr rein. Da oben sieht man es ja, da haben sie ganz schön rumgewütet. So, wartet, ich schalte mal drum. Gerade hier oben der Balkon, haben sie das ganze Gatter abgerissen und ihr seht ja die Tauben. Ist so, mich persönlich stören sie nicht. Ich weiß nur, ja, Taubenkacke ist nicht so gut. Also an sich, ich halt gleich nochmal hier drauf, wie wir es hier geregelt haben. Ich bin ja noch hier. Und zwar, ja, kann man ja gleich mal machen. Und zwar, hier habe ich es so gemacht. Ihr seht es ja oben, die war keine Luft mehr drauf, die waren kaputt. Da habe ich erstmal die 2 Dinger hingehangen. Das werden wir natürlich hier noch ein bisschen schöner gestalten. Werden wir mal Farbe holen und werden das mal streichen hier und die Löcher zumachen. Also hier haben wir schon mal so eine kleine Ecke mit ein paar Blümchen. Und hier so eine kleine Sitzecke. So, ansonsten würde ich sagen, Werbung geht ja eh nicht so lange, das Movie heute. So, hier sind wir wieder, wir machen mal die Außenfront. Und zwar ist es hier sehr schön, weil die Sonne geht da hinten auf, ja, und geht ja im Meer unter, also dort. Das heißt, für uns hier, ich halte mal rum, wir haben an für sich den ganzen Tag Sonne, aber die Sonne scheint nicht in den Balkon rein. Also wir haben es hier eigentlich sehr angenehm. Ich habe normalerweise den Lüfter immer auf der 3 am Tag, aber hat auf der 1 gereicht. Was mir sehr, sehr gefällt, hier unten sind Kinder, hier unten hier in dem kleinen Ding hier unten, in dem hier, so, in dem hier. Und es ist so, also Kinder stören mich ja null.
Also, solange das Kind lacht, spielt, schreit, ist das für mich super. Also, ich will es mal so erklären. Es erinnert mich schon an meine Kindheit so ein bisschen. Wir hatten ja viele Tauben in Erfurt, da wo wir gewohnt haben. Also schön, hört sie, man hört den Wind rauschen, die Wälder rauschen, naja gut, ist egal jetzt. Die Tauben, dann das kleine Kind, ich bin ehrlich, ich mag lieber Kindergeschrei, als wie alte Leutchen. Mach das Radio leiser. Also ich benehme mich ja hier natürlich, solange das Kind nicht so lange heult, ist alles easy. So, wir werden jetzt mal reingehen. Lass ich euch drin noch mal zeigen. Also es sieht noch ein bisschen wüst aus, aber ist an sich das Problem, was ich gerade habe. Und zwar, das waren ja meine drei Schränke hier, mit ihm hier. So, jetzt müsste ich die Schränke aufteilen. Das heißt, das ist jetzt mein Schrank und er hier. Und der geht, er ist für denjenigen. Ihr seht, in der Küche haben wir auch schon angefangen. Hier ist eigentlich nicht mehr viel. Das sind an für sich nur noch Kleinigkeiten. Dings, der Fernseher darüber noch. Die Sportsachen noch im Schrank. Genau wie hier. Also das lassen wir erstmal hier, diese Ecke. Das wird mal schnell aufgeräumt. Und diese Ecke kommt mit nach Bangkok. Es ist natürlich so, ich würde sagen, ja, ich habe keine Zeit, ich lade es gleich hoch, da haben wir noch schnelle Werbeblock rein. Bis gleich. So, hier ist er wieder. Nochmal Kaffee. So, 9,99 € im Fanshop. Also alle, die meinen Kanal schon länger verfolgen und für die, die neu dazugekommen sind, es ist im Grunde so, dass man dort in dem Haus nichts liegen lassen kann. Es wäre jetzt Quatsch, wenn ich alles mit nach Bangkok nehme und dann fehlt mir die Hälfte. Also lasse ich jetzt erstmal alles hier, nehme nur das Nötigste mit. Und wenn wir dann Ende des Jahres doch dann endlich unseren Traum verwirklichen und ein Häuschen haben für uns, also nicht da wo am Fluss, sondern woanders, dann nehme ich alles mit, weil ich habe jetzt echt Angst, dass nachher die Hälfte fehlt und das wäre ja traurig. Also hier stirbt es kein, wir werden hier noch. Ich muss mal sehen, wenn derjenige da ist, werden wir uns nochmal hinsetzen, wie wir das alles machen hier, wie wir das streichen, ob wir hier was dran machen, ob wir uns doch ein paar andere Schränke holen, weil wir brauchen an für sich viel Stauraum. So, ansonsten ist alles easy. Gestern habe ich ja nicht so viel gemacht. Gestern war ich ganz schön kaputt, hatte leicht Rücken. Weil die haben hier unten so einen Bollerwagen und der war vorgestern nicht da und da musste ich die Blümchen alle alleine, also so hoch tragen. Das Problem ist nicht die Blümchen tragen, das Problem ist immer die abzustellen. Also ich habe ja einen Laufweg von 100 Metern, da muss ich es abstellen. Bei 10 Blümchen, dann rennt sie schon 5-mal. Dann tust du dich wieder bücken, tust du in den Fahrstuhl, dann Fahrstuhl hoch, wieder bücken, raus und dann wieder bücken in die Wohnung. Naja, aber ein bisschen umständlich, aber alles nicht so wild, alles schickimicki, alles schön. Ich habe es überstanden, ein bisschen geschwitzt. Ansonsten würde ich sagen, bleibt alle gesund. Bleibt mir alle treu und werdet alle glücklich. So, ich schalte es gleich auf dem iPhone hoch und dann müssen wir mal gucken.
Wie gesagt, wird das gerade ein bisschen holprig, weil ich natürlich auch kein Wifi hier gerade habe. Aber für die paar Tage, wo ich immer hier bin, lohnt sich das nicht. Also, bis die Tage, euer Tattoo-Man.